Sona Tarik, meine Damen und Herren. Sehr, sehr starke Botlane auf jeden Fall. Jetzt nehmen wir noch den Ezreal. Was macht denn der? Wie läuft denn der zur Lane? Jetzt bleibt der stehen. Ich meine, der Pick ist eine Katastrophe, aber jetzt schon AFK zu gehen, wäre ein bisschen übertrieben. Alter Maxim, was laberst du schon wieder? Hast mal hingeguckt? Ich habe ein super schickes Trikot und eine bequeme Hose. Die neuen Nemesis-Schuhe und ich habe sogar Haare. Ich werde das Ding easy wegcarryen. Johnny, du bist es? Ich meine, wieso hast du Fußballklamotten an? Du hast gar keine Ahnung von Fußball. Ich meine, du hast keine Ahnung von LOL und von Fußball. Ich meine, die Haare sind ganz nice, aber der Rest? Wie, keine Ahnung von League und keine Ahnung von Fußball? Ich war sogar beim Champions-League-Finale. Ich war wirklich hier. Das da. Ja gut, aber in LOL bist du immer noch eine gewisse Katastrophe. Alter Maxim, halt die Backen. Ich zeig dir jetzt mal, was ich da gesehen habe. Ich mache hier einen nach dem anderen, mache ich hier rein. Guck zu. So, dann wollen wir den Maxim jetzt hier mal zeigen, was Sache ist, ne? Ein blonder Johnny mit Haaren. Ich glaube, ihr könnt euch selbst kaum fassen, was hier los ist. Ja, vielen lieben Dank an dieser Stelle natürlich nochmal für Adidas die Möglichkeiten. Ihr werdet auch hier in diesem Video vielleicht hier und da etwas sehen. Das Ganze ist natürlich ein Werbevideo. Aber wir werden trotzdem über was sprechen, nämlich Sona Tarik. Ich hatte ein bisschen Glück tatsächlich, dass ich auch gegen die ran durfte. Denn wir haben uns hier für Ezreal Malphite entschieden. Ich habe mit den Jungen in der Champions Section schon darüber geredet. Und seine Idee ist, wir one-shotten einfach Sona. Gleichzeitig werden wir auch darüber reden, warum Ezreal immer noch ein Pick ist, den man nehmen kann und vielleicht auch ein bisschen darüber, warum hassen eigentlich alle Ezreal. Denn ganz, ganz oft, wenn ich Ezreal mit Freunden und sowas spiele, dann ist es so, oh, musst du den wirklich spielen? Weil die Leute so viele schlechte Erfahrungen machen. Aber ich dachte mir, nope, ich finde persönlich Ezreal ziemlich, ziemlich strong und das möchte ich natürlich gerne auch zeigen. Dementsprechend habe ich mich hier auch dazu entschlossen, diese Aufnahme auf meinem Main zu machen, ne? Was hier meine Ausnahme ist. Ich habe ja gesagt, ich werde euch immer sagen, wenn eine Aufnahme nicht auf demselben Account ist, normalerweise war das eher dafür vorgesehen, falls ich mal auf einen anderen Account muss, hier und da ist das schon mal passiert, wenn ich einen Champion gar nicht kriege, dass ich auf den Account gehe, wo ich sonst mit Maxim spiele. Und ihr seht schon, unsere Variante ist, wir poken sie. Gleichzeitig ist Sona Tarik am Anfang nicht so gute Push, das heißt, viele Kombos können sie auch hart reinpushen. Ich weiß nicht, ob unsere unbedingt dazugehören wird. Das habe ich ziemlich verhauen. Ziemlich viel Damage bekommen for free. Natürlich spawnen in diesem Moment hier auch wieder diese wunderbaren Dinge, die einen einfach Angst machen. Ich habe versucht, relativ lange die 5 Stacks aufrecht zu erhalten, indem ich auch mal Minions gequeued habe. Das ist jetzt eben nicht mehr möglich. Level 2 ist auf uns nicht der insaneste Power Spike. Ich kann den Gegner trotzdem ein bisschen Damage geben. Hab hier es allerdings noch nicht geschafft, vernünftig zu lastet. Normalerweise solltest du gerade im Early Game recht gut ahead kommen gegen Sona Tarik, weil sie da halt echt noch Probleme haben. Später sind sie natürlich gerade in Teamfights unglaublich stark. Und wie ihr schon sehen könnt, ihr Poke ist auch alles andere als angenehm. Deswegen habe ich mich natürlich auch wieder für die Kicks entschieden. Ihr seht das hier, Kleptomancy etc. Ich würde in diesem Video allerdings auch noch 2 kleine Geschichten erzählen. Die eine hat was mit Karneval zu tun und das andere Mal werde ich euch ein bisschen was darüber erzählen, wie das eigentlich war, so beim Champions-League-Finale zu sein, weil ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch vielleicht gar nicht so viel mit Fußball zu tun haben, wie ich und ich in meiner Jugend quasi. Also bis ich nach Berlin gezogen bin, war ich tatsächlich sehr intensiv bei Fußball drin. Ich habe immer unglaublich viel auch zum Beispiel Comunio gespielt. Das natürlich etwas war, was... Dann beschäftigst du dich einfach auch automatisch natürlich sofort mehr damit, weil du halt eben natürlich deine Kumpels abziehen willst. Mein Problem hier ist, ich habe nicht genug Gold für die Tier. Das heißt, ich werde hier stayen müssen, was ein bisschen unangenehm ist, aber sollte okay sein. Die haben natürlich keine Ignite, das heißt, die Kill-Pressure ist nochmal ein bisschen geringer. Ich habe jetzt auch was das... Vielleicht hätte ich das Item nicht einsetzen sollen, sondern wirklich hoffen sollen, dass ich es in der Base verkaufen kann, um halt eben nochmal ein bisschen extra Gold zu stacken. Normalerweise willst du mit so einer gesteckten Wave durchpushen und dann halt eben recoilen. Wir erzählen mal die Karneval-Story zuerst, weil sie eigentlich ganz witzig ist. Ich habe nämlich tatsächlich schon mal blonde Haare gehabt. Ich hatte einen sehr, sehr guten Kumpel. Dennis hieß der. Dennis, wenn du das siehst, Grüße gehen raus, ne? Lange nichts mehr von dir gehört. Der tatsächlich blonde Haare hatte und ich hatte braune Haare. Und wir hatten beide so ein paar Merkmale, die man immer hatte. Ich hatte meistens so eine Überziehjacke, also ein Sweater, keine Ahnung, wie man das nennt. Nee, Sweater wäre ja nicht die Jacke, ne? Hatte ich immer dabei und hatte ich meistens auch immer um mich herum gebunden. Ihr kennt diesen Stil garantiert. Ich werde hier übrigens gleich recoilen und basen. Einfach weil mir es hier ein bisschen sehr auf die Nerven geht. Ich werde hier für die Tier gehen, statt für Sheen. Sheen wäre stärkere Power Spike. Und wir haben uns dazu entschlossen bei einem Karneval, dass wir als jeweils der andere gehen. Das heißt, ich habe mir blonde Haare gemacht und seine ikonischen Sachen, so ein Lederarmband und sowas getragen und er hat sich braune Haare gemacht und das andere gemacht. Karneval war tatsächlich in Köln irgendwie immer was ganz Besonderes und das war eins der, wie ich fand, coolsten Kostüme, die ich bis jetzt so hatte. Natürlich auch irgendwo sehr basic, aber halt eben auch deswegen sehr cool. Malphite freest das jetzt hier, das ist sehr angenehm. Dadurch muss ich das nicht machen. Ich denke, er will so oder so recoilen. Dass er da die Minions jetzt noch gehittet hat, irritiert mich ein bisschen.
Weil normalerweise sollte das nicht so sein. Sona wird jetzt ebenfalls Base gehen. Und sich da wahrscheinlich auch für eine Tier entscheiden. Melfort schreibt jetzt Freeze, please. Damit er nicht zu viel XP verliert. Das Ganze macht doch Sinn, denn ein Melfort Level 6 ist natürlich das, wo wir so ein bisschen drumherum spielen. Die Idee von Taric Zona ist ja, dass quasi du später kannst du über mehrere Dinge Gold regenerieren. Ich habe es schon so oft erklärt. Ich werde das hier jetzt nicht nochmal komplett durcherklären. Aber die Idee ist quasi gegen Taric Zona, dass du denjenigen einfach in An- und Abführung bürsten musst. Bevor er in der Lage ist, tatsächlich die Ultimate von Taric durchzukriegen. Und dann ist es recht gut machbar. Hier auch wieder der Tipp, ihr könnt immer einen Item-Slot freilassen für alles, was ihr über Klepto prockt, indem ihr einfach sowas hier macht und dann spawnen die halt auf der 3. In meinem Fall jetzt. Bei euch vielleicht auf einen anderen. Generell Klepto mit Klepto zu beantworten ist immer eine ganz gute Wahl, weil ihr natürlich da goldmäßig auch nochmal ein paar mehr Möglichkeiten habt. Ich gehe relativ früh mal für die Filbe Potion, weil der Poke ist einfach anstrengend. Sona tankt hier eine ganze Menge rein aktuell. Bisschen überraschend. Habe jetzt hier auch nochmal den Keks hinterher geworfen. Ich kann mir vorstellen, dass wir die gleich vielleicht ins Sold inswingen können. Level 6 von unseren lieben Melfight ist allerdings natürlich das, wie ich eben schon gesagt habe, wo wir ein Stück weit auch drauf warten müssen. Dann erhöht sich... Ah, scheiße. Ganz, ganz schlimme Last-Serie für mich. Ich kann auch auf den Taric nochmal meinen Weg procken. Auch das hat geklappt. Das waren jetzt einige sehr, sehr gute Trades hintereinander. Und trotzdem ist die Sona immer noch unverschämt healthy. Sehr, sehr anstrengend. Aber so ist das halt eben, wenn du gegen Sona Taric spielst. Sie out zu sustain ist unglaublich schwer. Sie zu All-In ist allerdings durchaus machbar. Und genau das probieren wir jetzt hier auch. Müssen natürlich aufpassen wegen dem Rumble-TP. Er hat auch noch Ult. Das heißt, ich darf jetzt aktuell nicht flashen. Wir werden für den gehen. Das zumindest zu probieren. Hat der keine Ult? Sieht fast so aus, ne? Alter, dass der uns da One vs. Four so vorgeführt hat, ist natürlich schon ein bisschen sehr anstrengend. Ja, unser Mordekais ist ja auch noch netterweise runtergekommen. Wollte mal Hallo sagen. Absolut in Ordnung. Und hier kommt Johnny. Alleine über die rechte Außenseite. Immer noch Johnny. Alleine gegen zwei. Er setzt an. Und er macht ihn. Ganz, ganz starkes Ding. Oh yes, baby. There we go. Das Ganze natürlich... Okay. Interessant. Auch noch den hier bekommen. Na gut, wenn er Bock drauf hat, soll er das machen. Ich habe natürlich jetzt kein E ab. Ah, dass ich da den Turret-Hit kriege, ist ärgerlich. Ha! Oh mein Gott, ich habe den mit dem W den Turm getroffen. Ich habe mich dran gedacht, dass es geht. My bad, sorry. Das war terrible. Oh, den Kill hatte ich so safe. Vor allem wäre es ein Execute gewesen, weil er mir kein Damage gemacht hat. Und dann muss ich ihn noch queuen. So bad, man. Das war super ärgerlich. Das darf mir nicht passieren. Aber natürlich passieren einen halt ab und zu auch mal Dinge, die eigentlich so nicht passieren sollen. Hätte jetzt hier noch gerade warten können. Boots kann ich mir nicht holen, weil ich eben die Mastery dabei habe. Das sollte relativ klar sein. Die andere Story ist Champions League-Finale. Ich bin quasi... Ich sag gerne mal, ich bin auf dem Bolzplatz aufgewachsen, aber eigentlich ist es eine kleine Übertreibung. Aber ich habe schon ziemlich viel Fußball gespielt. Ich habe nie in Verein gespielt tatsächlich. Ich war immer ein Handballer. Aber viele meiner Freunde haben in Verein gespielt. Und wir haben dann halt natürlich uns sehr, sehr oft nach der Schule getroffen. Und sonst waren um halt eben... I'll keep your ult to combine with mine and we one-shot Sona. Ja, gerne. Haben uns da sehr, sehr oft getroffen. Dementsprechend war natürlich Champions-League-Finale für mich etwas, was tatsächlich so ein bisschen... Ich weiß, ich hab nicht wirklich eine Bucketlist. Also ich habe jetzt nicht wirklich eine Liste mit Träumen. Aber wenn ich mir Dinge in der Jugend hätte wünschen dürfen, die ich jemals machen wollte, dann ist es tatsächlich Champions-League-Finale. Was das Ganze allerdings auch bewirkt hat, ist, dass natürlich viele Kumpels mir gesagt haben, boah, ich würde mich so darüber freuen, das zu machen. Und da ist mir eine Sache mal wieder bewusst geworden. Nämlich, dass ich in diesem Job viele Möglichkeiten kriege, die anderen Menschen... vielleicht tatsächlich noch wichtiger wären. Und das ist etwas, was... Oh, Taric ult. Ah, okay. Ja, dass der Melfight noch nicht Level 6 ist, ist halt eben das Problem. Den sollten wir haben. Jetzt ist er 6. Er hat den Kill genommen, weil ich den Q gemisst habe. Das ist völlig in Ordnung. Er hat kurz überlegt, ob er mir geben kann. Aber in so einer Szene ist das Risiko da natürlich auch groß, dass wir einfach sterben. Apropos sterben. Was macht der Melfight, der Pickering hier? Ah, ich kann ihn hier auf jeden Fall nochmal ordentlich chunken.
Ich muss sagen, dass der Turm immer mein Weh blockt wie so ein Stier. Ist auf jeden Fall super ätzend. Ich würde jetzt den Keks nicht einsetzen, weil ich ihn ganz gerne saven würde. Um ihn in der Base zu verkaufen. Die beiden anderen kommen jetzt gleich wieder. Das heißt, das ist hier eher ein Bait vom Hikari. Ja, einer der über... Boah. Das ist ja überhaupt nicht anstrengend. Ziemlich anstrengend. Ja, den sollte ich noch mitnehmen. Take now. Ah. Ich habe eh gerade nichts zu tun. Okay, wunderbar. Und für mich war das immer so eine Sache, wo ich ein bisschen Probleme hatte, mit umzugehen. Dass ich quasi mir Träume erfüllen kann oder mir Träume erfüllt werden, die vielleicht von anderen noch krasser ein Traum sind. Und vielleicht habt ihr euch das tatsächlich auch schon mal gedacht, denn das kam auch schon mal in Kommentaren bei mir tatsächlich, dass Leute gesagt haben, boah, mein Gott, du darfst da hinfahren, ich bin viel größerer Fan und sonst was. Und ich habe mich am Anfang damit tatsächlich gar nicht so wohl gefühlt, aber dann habe ich mich einfach entschlossen, dass ich jede dieser Gelegenheiten, die ich bekomme, will ich komplett genießen. Ich will einfach versuchen, dass ich tatsächlich das so intensiv auch erlebe und versuche so viel daraus mitzunehmen, einfach an Erfahrungen und sonst was, dass es für mich ein so gutes Erlebnis wird, dass ich eben dem auch gerecht werde. Es ist dasselbe wie, was ich, früher habe ich das viel öfter gesagt, mittlerweile sage ich das seltener, dass das hier der Traumjob von wirklich tausend von Leuten ist und ich ihn machen darf. Und manchmal ist es etwas, wo man sich, wenn hier rausgeht, weil ich Angst hatte, dass der Melfort gerade weg ist und ich dann engaged werde, und wir den Double Buff abgeben und gegen Double Buff so. Und ich weiß nicht, ob ihr dagegen schon mal gespielt habt, aber es ist super schwer. Und ich deswegen immer das Gefühl hatte auch so ein bisschen, dass man da auch eine besondere Verantwortung raus hat, weil es von so viel in der Traum ist und man selber darf es halt machen. Und dann sollte man es ja auch irgendwie gut machen. Jetzt habe ich mit dem W-Werder-Turm noch etwas getroffen. Gönn dir, mein Junge. Oder gönn dir nicht? What the fuck? This was pretty damn bad. Oh, come on. Das kann er jetzt nicht auf mich blamen. I mean. Es gibt ja einfach Limits, was man an Fehlern machen darf, wo man auch Leute blamet. Hätte er hier über die Wand flashen wollen? Möglich. You are inting me. Okay. Heavily disagree. Können wir noch den Hit machen? Sehr gut. Oh, ich hab overstayed, ne? Ja, I'm dead. Ich gebe einen Kill zu der Sona, ist ein großer Shutdown. Why do you use your fucking ult? Ich glaube, er kann einfach Terry golden und derjenige stirbt halt einfach. Er hat sich allerdings dann lassen, bevor er die Ultimate gemacht hat. Sorry, buddy. Thought... It's an easy kill. Das war ein bisschen merkwürdig, dass der da so ausrastet. Naja, aber das dazu. Ansonsten, wie ihr sehen könnt, Sona Taric vor allem durch Jungle Attention natürlich counterbar. Ne? Wenn hier derjenige, unser lieber Freund hier jetzt nicht die ganze Zeit runterkommt, dann wird das nochmal deutlich unangenehmer für uns. Prinzipiell habt ihr immer zwei Optionen. Entweder pusht sie hart rein und macht euch auf der Map bemerkbar. Das haben wir zum Beispiel Funnel, wo man einfach dagegen spielt. Wo man einfach sagt, ja okay, ihr habt keine Prio, so, aber dann gönnen wir uns halt eine Zeit lang. Kann ich da rein ulten? Ich ult da mal rein. Oh shit. Ich habe nicht gesehen, dass der Turm fällt. Dadurch ist meine Ult natürlich terrible. Die kriegen da unten trotzdem noch einen Kill. Die kriegen scheinbar sogar zwei. Sehr gut. Und ich bin währenddessen Midlane gerannt. Warum renne ich Midlane? Weil in dem Moment unten der Turm so oder so fällt und es dementsprechend schwer für die Gegner ist. Warum wird Ezreal gehasst? Ezreal ist ein Champion, der ein sehr, sehr hohes Skillcap hat. Das heißt, ein sehr guter Ezreal wird sich immer massiv von den sehr schlechten Ezreal unterscheiden. Ich würde nicht mal sagen, dass mein Ezreal mega clean ist oder so. Ich glaube, Ezreal ist mein bester ADC. Aber das liegt auch eher daran, dass ich auf den anderen ADCs quasi schlecht bin, als darauf, dass mein Ezreal mega gut ist. Und Ezreal ist ein Champion, der sehr autonom ist, allerdings gerade auch über diese Tier, ich habe das früher sehr gerne Powerloch genannt hat. Das heißt, Supporter wissen, der Ezreal geht in die Base, holt die Tier und dann haben sie auf einmal keinen ADC, sondern nur einen zweiten Supporter neben sich. Und das ist ein Problem. Das ist auch ein Problem, was ich absolut verstehen kann, weil es ist sehr, sehr anstrengend. Oh, scheiße. Ja, this is terrible, actually. Kann aber ein bisschen Klepto brocken, mehr kann ich da nicht rausholen. Melfort hatte keine Ult.
I'm full AP. Was sind das für Dialoge, Leute? Das ist natürlich eine. Das ist einfach wieder phänomenal. Das, was ich sehr attraktiv. Also, das war übrigens pur Info von mir, ne? Müssen wir nicht drüber reden, darf mir nicht passieren. Ich dachte, ich krieg den Free Catch auf Sona. Hab sogar mit dem E drauf committed, weil ich dachte, WQ trifft, hat nicht getroffen. Sieht super scheiße aus. Macht euch dafür allerdings nicht zu sehr selber fertig. Es gibt einfach Momente, da passiert sowas. Gerade wenn man einen Ivan hat, ist man als Astral übrigens besonders glücklich, weil ihr kriegt später die Möglichkeit, Blue und Red Buff zu haben. Oder zumindest auf jeden Fall Blue Buff, weil unsere beiden Top-Laner werden den nicht brauchen. Ich allerdings schon. Denn Mana Mune ist natürlich ein Item, was noch stärker ist, wenn ihr eben den Blue Buff habt. Das heißt, deswegen rotiere ich jetzt auch kurz hier hin, schnapp mir den und gehe dann wieder Botlane. What the? Okay, das war scheinbar nicht Range. Sah für mich stark nach Range aus. Ich verliere unten zu viele Minions. Ich glaube, es war nicht Wolf. Ich glaube, das hätte ich anders machen sollen. Kann er den auch noch machen? Der ist gone. Ah, der ist gone, okay. Ein bisschen ärgerlich. Ah, hätte tatsächlich. Gefährliches Spiel vom Gegner. Unfaires Tackling gegen Johnny, aber das ist dem egal. Der dribbelt ihn aus und er zimmert das Q rein. Ganz, ganz stark gemacht von Jonas Schmidt. Oh, okay. Ich dachte tatsächlich, dass ich da noch mehr Damage brauche, weil das Redemption reinkam. Ach, das war mein Redemption, ne? Ha! Hä, warum war das denn rot? War das nicht rot? Bin ich farbenblind? What the hell? What the? Okay. Naja, zumindest habe ich mich, die Story kann ich auch noch zu Ende erzählen. Zumindest habe ich das Karneval gemacht und tatsächlich kam es gar nicht so schlecht an. Und da habe ich tatsächlich lange überlegt, ob ich nicht vielleicht einfach tatsächlich blond werde. Wir haben übrigens 8 Uhr Mordecai, also das ist relativ gefährlich. Und und das vielleicht mache, habe ich dann allerdings irgendwie doch dagegen entschieden, weil es war auch so ein bisschen Justin Bieber-Zeit und Justin Bieber hatte auch braune Haare und ich hatte eh so eine Justin Bieber-Frise, also eher so einen Beatles-Schnitt quasi und da hat das schon irgendwie alles dann ein Stück weit Sinn gemacht, aber als ich noch Haare hatte, habe ich über solche Dinge noch nachgedacht. Ne? Heutzutage ist das natürlich alles ein bisschen simpler. Ja, Midlane Herald, ich spiele hier Splitpush Ezreal, ist in den wenigsten Fällen gut. Gerade wenn das hier fertig gestackt ist, wollt ihr unbedingt beim Team rufen. Ne? Das ist super wichtig. Ihr habt nämlich extrem viel Power. Ich kann jetzt mal für einen Ult-Snipe gehen. Ah, nicht ganz geklappt. Der Hegrim ist da nicht straight line gelaufen. Der ist irgendwie ein bisschen sehr auf und ab gejoggt da generell. Ich kann jetzt hier sogar noch ein, zwei Hits durchbringen. Ich meine, ich habe gerade 5 Stacks quasi. Das heißt, ich habe gerade ausnahmsweise auch mal Attack Speed. Und jetzt muss ich halt eben raus. Von hier kann auch einer kommen. Ich konnte ja eben den Pinkbot nicht clearen oder ich wollte ihn nicht clearen. Was natürlich ein bisschen schwerer macht, da weiter zu pushen, weil ich halt eben keine Vision habe. Ah, you gotta be kidding me. Ich gehe sehr aggressiv rein. Einfach weil ein Taric in so einem Moment halt auch nie gegen den Burst, den wir haben, tanky genug sein kann. Also das ist ja generell das Ding. Taric ist hauptsächlich darüber tanky, dass er eben in der Lage ist, seine Ultimate zu procken. Oder er muss so tanky sein, dass er sie procken kann. Und hier wird er es niemals sein. Und das ist einer der großen Möglichkeiten, die du eben gegen Taric Zone hast, ist Burst. Du kannst ihn hier einfach weghauen. Und gerade als Midlaner muss ich immer wieder sagen, versucht als Midlaner nach unten zu roamen. Ich muss übrigens sagen, mir ist super heiß am Kopf, ne? Haare am Kopf zu haben, ist echt eine Belastung. Versucht nach unten zu roamen, weil meistens haben Midlaner Burst. Und meistens könnt ihr sehr viel besser Zona Taric abusen, als es eine Botlane kann. Oh, das ist eine krasse Rumble-Ult. Ein ganz, ganz schlechter E von mir. Alter, dass der einfach da drin stand und es keiner richtig realisiert hat. Versuche hier natürlich bestmöglich durchzukiten und nicht von den Gringo one-shotted zu werden. But get from what? That just happened. Ich hatte eh Unflash ab, habe in dem Moment allerdings gegreedet, werde dafür gepunished. Absolut in Ordnung. My bad there. Werde das allerdings jetzt nicht schreiben, weil ich glaube, ansonsten bin ich da einfach gleich im Full-Fokus drin. Hier bohrt einfach jemand. Kann man auch mal machen. Verkaufe jetzt hier alles, was ich so habe, um Hexe Gunblade zu holen. Und deswegen finde ich Ezreal tatsächlich auch meistens einen ganz guten Pick, weil du situativ Itemization kannst. Das heißt, in Blade of the Rune King ist gegen Tanks auch auf jeden Fall gut, aber hier geht es darum zu bursten. Ich möchte hier eine Person, im Bestfall sogar zwei, einfach sofort eliminieren, sobald ein Fight irgendwie beginnt. Und dafür brauche ich das eben. Ich versuche jetzt den Hekarim da zu nerven. Sollte möglich sein. Ich versuche in Range zu kommen. Ah, da. Ja.
Ist das richtig gespielt? Ist ein bisschen schwer, ne? Ich hatte... Oh, kam der wieder ab? Ich hatte kein Ward, wollte ich gerade sagen, aber vielleicht kam er genau in dem Moment. Ich hätte ihn fast mit meinem Iceborne Gauntlet tatsächlich gestealt. Was natürlich mega sick gewesen wäre, aber hier natürlich auch einfach relativ schwer. Mein Team kann das den Fight gewinnen? I guess so. Ja, sollte eigentlich. Ich hätte hier übrigens für Magic Pan Boots gehen sollen, wenn ich dann schon weiß, dass ich für Hexer Gunblade gehe. Wir haben auch relativ... Ja doch, wir haben genug Magic Damage. Was bauen die Gegner? Der geht hier ein bisschen für Resistenzen. Der unten auch. Das heißt, die Magic Pan Boots sind so oder so nicht so super effektiv. Gegen Sona schon, gegen Rumble auch. Könnte man für argumentieren, dass man dafür jetzt noch geht. Was ich aber gerne gehe, ist einfach ein Eiskalt für ein Rabadons. Weil du hast tatsächlich nicht die krassen AP-Werte, aber es kann auch dazu kommen. Und du kannst auch jetzt noch Darkseer gehen. Darkseer wäre, glaube ich, das Beste gewesen. Weil wenn ich Fire jetzt richtig spiele, kann ich quasi gar nicht sterben. Ja, dieses Powerloch der Tier, oh mein Gott, ich gehe einfach zum Gesprächspunkt, der 7 Stunden her ist, aber tatsächlich relativ wichtig. Dieses Powerloch der Tier, was Ezreal hat, was viele Leute tätet, könnt ihr darüber lösen, dass ihr für Schienen geht. Wenn ihr für Schienen geht, tätet ihr deutlich weniger Supporter, weil ihr dieses Powerloch halt einfach nicht da ist. Und das ein Riesenvorteil ist. Werde ich jetzt übrigens einfach stayen. Ich werde die einfach erneuern. Wenn ich die neue, dann gehen die nicht zum Nash, war meine Hoffnung. Jetzt sind sie allerdings so oder so da. Und die Akku, okay. Then we go for this. Gegen den Rumble natürlich sehr, sehr tricky. Die Rumble Ultimate ist da. Hickering steht uns den Nash. Terrible. Nicht weg. Terrible. Warum habe ich keinen Damage bekommen? Okay. He's dead. Ich ulte da jetzt die beiden Leute nochmal weg. Einer wird aber auf jeden Fall rauskommen. Ich glaube nicht, dass wir das chasen können. Ich meine, wie sollen wir die Gap closen? Ich hätte wahrscheinlich beim Nash bleiben sollen. Wir hätten mehr DPS gehabt und es wäre nicht zu der Situation gekommen. Warum chasen die das denn? Ich meine, was soll denn passieren? Außer das. Und das. Can't really blame me for this, right? Ah, den Terex dann hätte ich sidesteppen können. Okay, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Da hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass es so gut wird. 70 und 50 Gold, kann mich nicht beschweren. Das ist solid. Der Garen will mich nur nerven, aber er kann das halt eben auch sehr gut. Oh, shit, wo ging der denn hin? Versucht den Garen aufzuhalten. Der Movement-Speed-Slow auf Hickering wird nicht genug sein. Ich kann ihn ja trotzdem einmal interrupten noch. Dadurch, dass ich den interrupte, können wir jetzt noch für den Turm gehen. Ich gehe einfach an den Garen vorbei dafür. Das sind diese Kleinigkeiten, wo sich so ein Interrupt halt immer mega lohnt. Scheiße. Wieder falsches Target. Ich versuche hinten für die Sona zu green. Scheiße, ey. Das ist so schwer. Ich hatte meinen E schon wieder ab, aber ich habe mich für ein Q entschieden und bin im Q-Channel hängen geblieben, statt einfach den E direkt hinterher zu channeln. Wenn ich das vernünftig mache, dann kann ich da tatsächlich die Fights wahrscheinlich gewinnen. Ärgerlich. Ja, und Rabadons jetzt hinterher. Das sind schwere Fights, muss ich sagen. Aber ich glaube, es ist trotzdem die richtige Variante. Weil wenn wir da jemanden, wenn wir die Leute rausbürsten, dann ist es schon sehr gut. Morde wird auch immer einen der Gegner auf jeden Fall rausnehmen können. Bisschen mehr DPS wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber ich meine, alles hier hat auch in irgendeiner Art und Weise ein AP-Scaling. Also jetzt nicht so, als würde ich mein Damage damit reduzieren, wenn ich für einen Rabadons gehe. Soweit geht es nun wirklich noch nicht. Muramana, früher natürlich Double Tier, das geht einfach nicht mehr. Makes sense, by the way, weil das war schon ziemlich strong. Und dadurch hatte Ezreal ein zu gutes Scaling. Ich würde trotzdem immer noch sagen, dass Ezreal ein decent Scaling hat. Ich glaube auch immer noch, dass Ezreal mit der ADC ist, den man am einfachsten einfach mal reinpicken kann. Weil er einfach fast immer Möglichkeiten hat zu funktionieren.
Mal muss man ihn sehr defensiv spielen, mal nur giga-defensiv, mal ultra-giga-defensiv, aber fast alle Situationen funktionieren. Pull ich den? Ich pull den nicht. Pullen wäre ziemlich sinnlos. Interessante Sona-Ult. Interessante Rumble-Ult. Beides bad. Still they just delete us. What? Das Gegnerteam stand da schön drumherum. Okay, there we go. Ein kleiner Quarterkill von unserem Mordekaiser und schwuppdiwupp ist halt einfach völlig Holland offen. Die Gegner surrendern auch einfach rein, kann ich absolut nachvollziehen, meine Damen und Herren. Ihr wolltet mich mal mit Haaren sehen, ihr habt mich mit Haaren gesehen. Vielen lieben Dank an Adidas für die geilen Möglichkeiten. Ich hoffe, ihr habt die Instagram-Stories und alles gesehen. Ich fand, es war eine sehr, sehr gelungene Kampagne und möglicherweise nicht die letzte, wer weiß. Würde mich persönlich freuen. Der Mordekaiser kriegt ja auf jeden Fall das Herz für den Quarterkill am Ende. Damage-mäßig sollte es auch fein sein, aber ich glaube, mit Morde können wir hier nicht konkurrieren, oder? Oder können wir doch? Ich meine, wir haben auf der Lane schon ein bisschen was gemacht. Ja, wir haben Most Damage Day. So muss das, meine Damen und Herren. Es war mir ein absolutes Fest. Checkt alle Links in der Beschreibung aus. Macht euch eine gute Zeit. Ich danke einfach nur dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Und will diese Haare aus meinem Gesicht kriegen? Das war's. Ein Durchgequetscht auf meinem Main. Und es ist gut gelaufen. Haut rein, bis bald. Und danke natürlich auch an Maxim und Mori. Tschüssi.